375. Ja. 4PX, wo die? UVWX, ja. Diese kryptischen Zahlen sind kein Geheimcode. Es sind die Nummern von Vogelringen. Die zwei Vogelschützer Rudi Langer und Steffen Thiel wollen heute in der Lewitz junge Fischadler beringen. Unterstützt werden die ehrenamtlichen Vogelfreunde von der WMAG, denn viele der Vögel nisten auf Masten des Energieunternehmens. WX, genau, die zwei nehmen. Mit der Hubbühne erreichen die Vogelschützer den Horst, in dem die Jungtiere regungslos liegen. Das ist ja auch eine natürliche Abwehr, wie gesagt. Wenn die sich bewegen, dann werden sie vom Feind gesehen und so bleiben sie doch lieber liegen und haben dann die Hoffnung, dass sie nicht irgendwie erkannt werden von anderen. Die Vogelschützer versehen bei der Aktion die Tiere mit den ungefährlichen Ringen, um ihr Brutverhalten, die Wanderung und die Vogelanzahl genauer zu erforschen. Jeder Vogel erhält dazu zwei Ringe. Der Stromversorger schafft hierfür die Voraussetzung, auch für ein gefahrenfreies Nisten. Denn die Vögel brüten gern auf den Strommasten. Also wir stehen hier vor 20 KV-Leitung am Abspannmast, wo der Fischadler angefangen hat zu bauen. Und wir haben relativ schnell reagiert. In 2 Tagen haben wir ein Ausweichquartier aufgebaut und haben dort eine neue Nisthilfe erstellt. Ortswechsel. Direkt an der Autobahn A24 steht ein alter Hochspannungsmast. Die nächste Station der Vogelschützer. Hier hilft keine Hubbühne. Steffen Thiel muss den 35 Meter hohen Mast selbst erklimmen. In luftiger Höhe findet er auf dem ausgedehnten Mast ein Nest mit 3 jungen Adlern vor. Es ist der perfekte Zeitpunkt. Schon in wenigen Tagen würden die etwa 5 Wochen alten Jungtiere sicher davonfliegen. Jedes Jahr im Frühsommer machen sich ehrenamtliche Vogelbringer auf den Weg, um etwa 40 Fischadlerpaare im Versorgungsgebiet der WMAG zu bringen. Der Energieversorger unterstützt den Vogelschutz aber nicht nur mit dieser Aktion, sondern auch mit Schutzhauben und weithin sichtbaren Warnkugeln an den Leitungen. Dafür gibt die WMAG 2010 etwa 1 Million Euro aus. Für die Vögel ist der alte Mast der perfekte Platz für ihr Nest. Darum wurde er nicht abgerissen. Schon in wenigen Tagen werden diese jungen Fischadler hier ihre ersten Runden fliegen. Bis dahin liegt noch viel Arbeit vor den Vogelfreunden.